Ihr seht, da ist noch ein bisschen was Platz. Was soll ich euch sagen? Mit 18 Minuten, das haut nicht so ganz hin. Und die kennt ja bisher irgendwie, keine Ahnung, kein Navi. Guck mal nach. Meine ist noch an. Ach, da geht doch, also. Ist echt ganz schön laut. Also lauter als in meinem alten Ioniq. Hallo und herzlich willkommen. Heute aus dem Ioniq 5. Und da ich bis jetzt noch keine Rückmeldung habe, was ihr euch wünscht, ist es jetzt Premiere, ist meine erste Fahrt. Okay, nicht meine erste Fahrt, ist vom Parkplatz hier eine Straße weiter, wo ich mein Ioniq abgestellt habe, das Kamera-Equipment rübergepackt und habe halt eben die Kameras installiert. So, was haben wir denn hier für ein Fahrzeug? Wir haben hier einen Ioniq 5 mit Heckantrieb, 58 Kilowattstunden Batterie und er hat Ausstattungsmerkmale. Das Dynamic-Paket, das LED-Paket, Wärmepumpe und ist in Cyber Grey. Im Dynamic-Paket ist enthalten 12-Volt-Steckdose im Gepäckraum, Gepäcknetz, Smartphone-Ablage mit drahtloser Ladefunktion, Ausstiegswarner, Autobahnassistent 2.0, autonomer Notbremsassistent, Frontkollisionswarner mit Fußgänger-, Fahrraderkennung, Abbiege- und Kreuzungsfunktion, Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion, Einparkhilfe vorne, Innenspiegel automatisch abblenden, Beifahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Fensterrahmeneinfassung in schwarz hochglänzend, dann ist das LED-Paket, da sind Blinker vorne und hinten in LED, Rückleuchten im Pixel-Design, V-förmiges LED-Leuchtband vorne. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, auf noch keinem Video, das will ich mir noch gleich angucken. Es wird ja jetzt dunkel, dann können wir uns auch mal das Licht angucken. Interessant wird dann das Standardlicht, wie gut das ist, aber wir können jetzt hier das LED-Licht, das Auf- und Abblendlicht dann nachher nochmal uns genauer anschauen. Seitenschutzleisten in Lamellenoptik in Grau. So, das ist das, was er hat. Also, wie gesagt, Ioniq 5 mit Dynamic-Paket und LED-Paket. Er hat nicht das Unique-Paket und auch sonst keine Pakete. Das heißt, also, er hat nicht das Solardach, er hat nicht die Stromentnahmefunktion, er hat nicht diese, ich glaube unter der Rückbank sollte das ansonsten sein, oder hier hinten sollte das drin sein, die Schuko-Steckdose. Er hat nicht diese Einparkfunktion per Schlüssel. Hier sieht man den Schlüssel. Der Ioniq, wenn du D einschaltest, das ist ja auch so ein Ding bei Elektrofahrzeugen. Also ich mache ja auf dem Parkplatz mal so diesen Außensound an, dass man mich auch hört. Aber eigentlich mache ich ihn sowieso, lasse ich ihn eigentlich sowieso meistens an. Aber wenn er mal aus ist, aber wenn du stehst, dann hört man dich nicht. Und der macht auch im Stand Geräusche, wenn D drin ist. Ja. Wenn P eingeschaltet ist, dann geht's aus. Und wenn D drin ist, dann hört man so leicht Geräusche. So. Erster Eindruck ist, er fährt sich butterweich. Fahren ist klasse, wer einen Hyundai kennt, also einen Hyundai Elektro kennt, der kann das weitermachen. Was gerade richtig cool war, ich habe gerade per Sprache die Adresse von Julian eingegeben. Und die kennt ja bisher irgendwie, keine Ahnung, kein Navi. Navigiere zu Ambulham 1 in Jever. Da. Da hat's. Dieses Navi hat sie sofort erkannt und hat sie online und hat online eine entsprechende Routenführung gestartet. Und er sagt, die Akkuladung reicht nicht mehr bis zum Ziel. Suchen Sie eine Ladestation entlang der Route. Ladestation suchen. Routenführung wird gestartet. Aha. Na, das ist ja nicht sinnvoll. Also das sind jetzt. Also er macht keine automatische Routenführung, wie man jetzt vom Audi kennt oder sowas. Mit
mit, sag ich mal, Ladepunkten, sondern er sagt halt, also was man machen kann, ist nahe ihrer Position. Oder? So. Dann zeigt er mir alle in meinem Umkreis an, dann kann ich mich jetzt quasi navigieren lassen und wenn ich merke, es geht dem Ende zu oder vielleicht 50 oder 100 Kilometer vorm Ende, gucke ich da drauf und dann sehe ich, was ist hier so im Umkreis und dann kann ich da sicherlich, und dann kann ich hier als Ziel festlegen, dann würde er meine normale Navigation löschen wahrscheinlich oder als Wegpunkt. Ne, und dann füge ich es als Wegpunkt hinzu, dann sagt er, ja, jetzt fährst du da ran und wenn ich dann fertig bin mit Laden und dann wieder weiterfahre, dann würde er sagen, okay, jetzt geht's weiter zu dem ursprünglichen Ziel, was du eingegeben hast. Also schön ist anders. Also im Jahr 2021 hätte ich erwartet, dass hier eine automatisierte Routenführung stattfindet, obwohl, naja, dann hat zumindest Better Route Planner und sein Abo-Modell noch immer eine Daseinsberechtigung. Ne? Also ich gönn's den Jungs, die machen einen mega Job, also von daher muss man halt wissen. Ich sehe hier aber nicht, oder ich wüsste nicht, was mir anzeigen soll. Info? Ah, oh, das ist aber, okay. Unbekannt. Also es ist immer noch so wie früher. Grau ist unbekannt, rot ist außer Betrieb, gelb ist in Verwendung und grün ist verfügbar. Nun sind es aber hier, keine Ahnung, irgendwelche Ladesäulen. Also mit der Abfrage auch unbekannt. Also da hatte früher in meinem, da funktionieren die Live-Daten zuverlässig. In meinem alten Ioniq Allego hat er meistens drin. Aber sehr schön versteckt. Also hier ist auch unbekannt. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt auf der Autobahn unterwegs bin und ich muss hier erstmal, muss mich hier erstmal durchklickern. NBW auch unbekannt. Also das ist halt echte Grütze. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, das muss ja für einen Otto-Normalverbraucher funktionieren. Ne? Also der muss sich ja hier hinsetzen können, muss sagen können, okay, das wäre ja noch in Ordnung, wenn du sagst, okay, fahr einfach und wenn du dann irgendwann dem Ende zukommst, dann gibt er dir die Ladesäule oder dann zeigt er die Ladesäule im Umkreis an. Aber so, wenn ich jetzt überlege, dass da jemand nicht so ein Nerd ist wie wir. Kein Händler konnte mir bisher sagen, wie lange der Kofferraum bei umgelegter Rückbank ist und die Kofferraumbreite zwischen den Radkästen. Danke. Mit nach hinten geschobener Rückbank eine Tiefe von, na sagen wir 98, aber dadurch, dass hier so eine Rundung ist, würde ich eher sagen 96, 97. So. Dann umgeklappte Rückbank. Tiefe, also so, dass ich nicht direkt anstoße. Ihr seht, da ist noch ein bisschen was Platz. Wenn ich jetzt ganz spitz auf Knopf mache, sagen wir 1,80, ansonsten 1,77. In der Diagonale rüber zum Beifahrersitz sind es locker 2 Meter. Also die schmalste Stelle zwischen den Radkästen, Breite 1,05 Meter. Hinten beim Rollo haben wir eine Höhe von 35 cm. Bei zugezogenem Rollo haben wir hier hinten noch eine Höhe von 33 cm, weil das Rollo so leicht schräg nach unten kommt. Man muss hier, jetzt könnte man sagen, okay, kann man das hier ein bisschen hoch machen, dann ist 34, aber man ist hier eingeschränkt durch den Gummi, also 33 cm. Die Ladekante oder der Kofferraum ist nahezu eben mit der Ladekante, ist aber mit 75 cm recht hoch. Kann man den Kofferraum tiefer machen? Wir können hier noch den Boden hochnehmen auf jeden Fall. Aber man hat hier nichts. Man kann ihn hier irgendwie aufstellen oder so. Ja, man kann ihn aufstellen, dass er so bleiben würde. Aber man kann ihn nicht eine Etage tiefer machen. Hier würde man denken, man könnte ihn eine Etage tiefer machen. Aber das wird nur das Kit sein, um das Warndreieck zu halten, weil hier auf der Seite ist es nämlich nicht. Das bedeutet, ich kann ihn jetzt nur wieder so vorziehen, reinschieben und umklappen und rein. Dann gucken wir mal hier rein, unter den Beitrag, gucken, ob da was. Scheinwerfertest, taugen die was? Welchen Scheinwerfer kann man diese vergleichen? Also der hat ja hier nun die Pixel-LED.
interessant wären halt eben die Holzklasse-Ausstattung. Eine Sache, die sicherlich nichts Großes ist, die ich aber bei meinem Ioniq tatsächlich vermisse und bei vielen Elektrofahrzeugen, denn wenn sie ausgeschaltet sind, sind sie oftmals irgendwie komplett stromlos, ist eine ganz simple Komfortfunktion. Und zwar, ihr seht, Beifahrerscheibe und Fahrerscheibe sind offen, ihr haltet geschlossen gedrückt und die Scheibe fährt hoch. Wenn ich jetzt mittendrin aufhöre, dann hört sie auch da auf, wo ich gerade aufgehört habe. Ich kann jetzt auch weiter drücken, komplett zumachen, kann mich auch vom Fahrzeug wegbewegen und kann genauso auch aufgedrückt halten. Kann sie runterfahren lassen und kann das Fahrzeug dann wieder verschließen. Respektive, wenn man keine Tür betätigt, verschließt sie sich von alleine. Aber das ist keine große Sache, so eine Komfortfunktion, aber es ist tatsächlich eine Sache, die ich mir schon eine ganze Weile gewünscht habe und ich freue mich, dass das, also es sind nur die vorderen Scheiben, ne? Die hinteren Scheiben fahren da nicht runter anscheinend, aber das ist zumindest schon mal eine Kleinigkeit. Wie kompliziert ist der Zahnriemenwechsel? Der ist ganz einfach, Peter, ist gar kein Problem. Also wie gesagt, ne? Steve, ja. 12 Meter Wendekreis. Genau. Und das haben wir jetzt hier, Innenhofsituation. Das ist ja auch so eine Sache für dich gewesen, ne? Auf jeden Fall, ja. Weil hier ist immer viel zu kurbeln. Also selbst hier ist viel zu kurbeln, in der Stadt auf Parkplätzen sowieso. Und ja, jetzt ist im Prinzip hier nur noch so viel Platz, dass zwei von den Schlachtschiffen nebeneinander passen. Und wollen wir mal gucken, wie er hier umdreht. Also ihr seht jetzt hier, es ist nicht viel Platz. So, und jetzt guckt mal. Noch ist Platz. Volleinschlag. So, jetzt hat das hingekriegt. Also ich habe jetzt mal angehalten. Ich weiß nicht, ob ihr den Regen hört, aber ihr seht, es regnet. Und zumindest bei der Version mit dem geschlossenen Dach finde ich es ziemlich laut. Entweder ist es der Heckspoiler oder es ist das Dach, aber es klingt auf jeden Fall, als wenn Regen auf, wie gesagt, so hohles Metall, auf dünnes Metall prasselt, ist echt ganz schön laut. Also lauter als in meinem alten Ioniq. Ich bin 130,6 Kilometer in 3 Stunden 18 Minuten gefahren. Könnt ihr euch gerne die Durchschnittsgeschwindigkeit ausrechnen. Und man sieht, ulala, ein Durchschnitt von 12,7 Stadt und Land. Finde ich mit Außentemperatur 18 Grad, Innenklima 22. Und ich bin normal gefahren, im Normalmodus, nicht Eco und nicht rumökologisiert, sondern immer so, wie es erlaubt war, finde ich jetzt keinen schlechten Wert. Jetzt habe ich aber nur 186 Kilometer drin und jetzt muss ich langsam laden. So, bin jetzt bei Ionity Fichtenplan und tja, was soll ich euch sagen? Mit 18 Minuten, das haut nicht so ganz hin. Er hat jetzt wieder 119 kW. Also irgendwie hat er ewig lange nicht über 92 gebracht oder 99. Dann ist er mal hochgegangen auf 115, 119. Dann ist er wieder runter auf unter 100. Jetzt ist er wieder hoch auf 119. Jetzt pustet er auch ein bisschen. Wollen wir mal gucken. Ja. Und jetzt bei über 80% sind auch die Klappen aufgegangen. Beinahe an 80%. Ich glaube, der müsste jetzt so... Ja, 75% hat er jetzt. Er hatte in 18 Minuten hat er von 12 bis 66% geladen. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es an der Säule liegt. Powersharing gibt es hier nicht, weil hier ist auch sonst niemand.
Hier war ein Taycan, als ich ankam, aber der ist abgefahren, bevor ich gestartet habe. Und da sah jetzt nicht gefrustet aus. Ich habe mir jetzt nicht gesprochen oder so. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass 16 Grad Außentemperatur und dass der Akku halt einfach noch nicht warm geworden ist. Weil es sind vielleicht, naja, ich sag mal, 10 Kilometer über die Autobahn bis hierher. Ansonsten waren nur Stadtautobahn 80 und innerstädtisch. Und nur so die 10 Kilometer konnte ich so 120, 130 fahren. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Akku nicht warm genug geworden ist oder sowas. So, jetzt ist er bei 78%, jetzt geht er wieder runter auf 100 kW. Also insgesamt, ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass er wesentlich schneller laden kann. Aber das bedarf ein paar mehr Ladetests, glaube ich, um herauszufinden, woran das jetzt liegt. Jetzt hat er wieder aufgehört zu pusten, aber er ist immer noch offen hier vorne. So. Woran das ganz genau liegt, warum er jetzt, also ich meine, Ladeperformance ist trotzdem super, ne? Also jetzt ist jetzt bei 80% nach 22 Minuten. Ich glaube, da können wir aufhören. Denke, das ist an sich ein guter Wert. Aus gewissen Perspektiven sieht die Motorhaube ein bisschen komisch aus. Also, so kennen wir ihn ja, den IONIQ 5 von vorne, ne? Und wenn wir jetzt hier mal rangehen, dann sehen wir schon, dass die Motorhaube hier nicht bündig aufliegt, das ist so gewollt. Die ist so aufsitzend, ne? So, und das führt sich hier fort. Also das ist tatsächlich, das ist jetzt nicht schlecht gearbeitet oder so, sondern es ist so gewollt. Und wenn man jetzt von hier guckt, könnte man auch meinen, oh, da ist aber ein komischer Versatz drin. Das ist aber eine dieser magischen Ecken, die hat Stefan mir schon öfters gezeigt. Kommt immer darauf an, aus welcher Sicht du guckst. Und wie oft guckt man so auf dem Auto rauf? Nicht so häufig. Also richtet man die Kante so aus und dann ist sie dann stimmt sie, dann ist sie stimmig. Und wenn ich so das Fahrzeug angucke, dann ist das alles stimmig, dann passt das. Dann sieht das gut aus. Wenn ich jetzt natürlich von hier gucke, dann sieht es aus, als wenn die Motorhaube hier irgendwie ungewollt übersteht. Was sie aber nicht tut, weil sie insgesamt aufliegt. So, nach einem Tag mit ein bisschen Regen, Autobahn, Stadt und Überland, haben wir immer das hier auf der Heckscheibe. Also, man kann natürlich noch durchgucken, ohne Frage, ne? Aber, naja, also, man muss sich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. So, Max macht jetzt die Sitzheizung an. Erstmal sagen, dass alles in Ordnung ist. Genau, erstmal eingeschaltet. Du hast gerade schon geguckt, also einen Knopf gibt es hier nicht, aber jetzt habe ich glaube ich hier, oder? Ja. Ja, hier mit so einem Schieber. Ja. Aber für während der Fahrt? Nee. Und gibt's hier auch, gibt's hier einen Sitzheizung anschalten. Ja, das funktioniert auch. Aha, okay. Aber jetzt nur Fahrersitz gemacht. Sitzheizung, Beifahrer anschalten. Läuft. Ja, geht doch. Also schalte die Sitzheizung auf beiden Sitzen auf Stufe 1. Das versteht er nicht. Oder sag einfach nur mal auf Stufe 1 runterschalten oder so. Mein Po ist warm. Ja. Sitzheizung aus. Immerhin. Guck mal nach. Meine ist noch an. Also, so. Da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Das ist dann aber ein Software-Update, würde ich sagen, kann man das machen, oder? Das ist jetzt nicht tödliches. Lenkradheizung wird dann bestimmt genauso funktionieren. Was ist denn hier der Pinarek? Warten. Das Ding kann man auch verschieben. Nee, nicht in der Ausstattungsvariante.
Nicht in dieser Ausstattungsvariante. So, eine häufig gestellte Frage war, wie sieht's aus mit zwei Kindersitzen und kann dann drinnen dazwischen noch ein Erwachsener bequem sitzen? Machen wir den zweiten Kindersitz drin, Micha? Da ist meiner. Nette Assistentin hier. Ja. Und das ist deiner, Maxi Cosi oder so, ne? Also, ich sag mal so, ich habe jetzt einen, der ist jetzt nicht unbedingt, ja, der ist ein bisschen, aber er ist jetzt nichts Besonderes, ist nicht besonders breit. Deiner auch nicht. Wenn man jetzt die Isofix nimmt, also ganz ehrlich, ein erwachsener Mensch, und unten wird es noch gehen, ne? Aber obenrum sind die Sitze. Füße ist okay, aber ab der Hüfte wird schon schwierig. Oder ihr müsst halt so einen Kindersitz haben, der relativ hoch ist, sodass du noch runterrutschen kannst. Ihr seht ja hier das Teil. Ja, aber die beiden Kindersitze sind obenrum viel zu breit, ne? Und dann, also so könnte man sie jetzt anschnallen, aber wenn man sie jetzt mit Isofix oder so, wird keine Chance. Nee, das ist... Also zwei Kindersitze, ja, aber nicht nur mit einem Erwachsenen in der Mitte. Und schon gar nicht mit einer Oma. Nee, und ein Kind würde ich auch nicht auf eine Sitzerhöhung dann noch in die Mitte setzen. Ganz im Ernst. Also das ist, ist eher ein Viersitzer mit Notsitz für eine kurze Strecke. Ja. Vielen Dank für Ihren Körpereinsatz. Ich komme ja nicht mehr raus. Ich stecke fest. Tja, so, das war meine Probefahrt mit dem Hyundai Ioniq 5. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen, die ihr unter unserem Post gestellt habt, beantworten. Und ja, er ist trotzdem in Summe ein tolles Auto, muss man sagen. Na klar, wie jedes Auto hat er ein paar Defizite. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei Automobile Schimmel, die mir den Ioniq übers Wochenende zur Verfügung gestellt haben. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr aus dem Bereich Berlin-Brandenburg kommt, dann schaut ruhig gerne mal bei denen vorbei. Aber auch wenn ihr nicht aus dem Bereich Berlin-Brandenburg kommt, guckt mal bei denen vorbei. Vielleicht haben sie ein tolles Angebot für euch. In diesem Sinne, ich bedanke mich. Denkt dran, Kanal abonnieren ist nicht umsonst, aber kostenlos. Und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr Details über den Ioniq haben wollt, schreibt sie unten in die Kommentare. Dann gucke ich mal, ob ich die auch noch gelöst bekomme. Bis dann. Ciao.